Auftakt zur Kampagne Gemeinsam für ein gutes Leben. Die IG Metall will's wissen und geht raus. Was bedeutet für die Menschen ein gutes Leben? Und was soll die Politik besser machen? In Berlin geht's los und dann mit dem Truck durch die ganze Republik. Wir wollen eine große Befragung machen. Wir wollen sagen, in den öffentlichen Raum, um allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen und ihnen sozusagen Stimme zu geben, dass sich Menschen wieder artikulieren können und sagen können, das ist mir wichtig und das muss ich ändern in dieser Gesellschaft. Das Leben bedeutet für mich mehr Geld für soziale Sicherung. Warum muss erst eine Bank pleite gehen, damit mein Schuhklo saniert wird? Ein gutes Leben für mich ist Frieden und Freiheit. Meine Tochter arbeitet Vollzeit und ist trotzdem auf Hartz IV angewiesen. Für mich ist ein gutes Leben, mit den Einkommen auch auszukommen. Für mich bedeutet ein gutes Leben sichere Arbeitsplätze und ein guter Lohn. Ein gutes Leben bedeutet für mich Kündigungsschutz auch in der Krise. Ein gutes Leben heißt für mich arbeiten und die Rente auch noch erleben. Mit der bundesweiten Befragung Gemeinsam für ein gutes Leben gibt die IG Metall den Menschen eine Stimme. Was ist für euch ein gutes Leben? Dass man einfach sieht, dass alles gerecht abläuft und dass für jeden was Gutes dabei rumkommt. Dass der Geldbeutel auch passt irgendwo. Dass man eine Schallplatte kaufen kann oder ins Theater gehen. Dass man einfach zufrieden ist. Dass es keine befristeten Verträge gibt, dass man auch planen kann. Dass man nicht Neid schürt, sondern dass man einfach in einem fairen Rahmen auch miteinander umgeht. Ansonsten genug zu essen auf dem Tisch, Dach über dem Kopf und ja, einfach am Leben teilnehmen zu können. Leben. Gemeinsam in einem sozialen Europa. Alle Antworten werden quer durch die Republik gesammelt und ausgewertet. Und die Ergebnisse gehen dann im Juli direkt an die Bundestagsabgeordneten. So kann jeder klar machen, hier muss eine neue Politik her. Mitmachen lohnt sich also. Politik für die Mehrheit der Menschen. Das ist das Fazit der bundesweiten Befragung Deine Stimme für ein gutes Leben. 450.000 eingegangene Fragebögen zeigen, dass die Menschen wenig Vertrauen in die gegenwärtige Politik haben. Doch was soll sich ändern und was soll besser gemacht werden? Die IG Metall fordert im Auftrag aller Befragten, dass sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ändern müssen. Das wesentliche Ergebnis ist, dass erfunden wird, dass Politik gemacht wird zum Nachteil der Mehrheit der Menschen. Die Menschen wollen, dass es gerechter zugeht in der Gesellschaft. 78% fordern die Einführung von Mindestlöhnen. Die Menschen wollen aber auch eine gute Zukunft für ihre Kinder. So wünschen sich zum Beispiel 70% gerechte Bildungschancen. Und sie wollen auch Arbeit und Leben besser miteinander vereinbaren. 80% fordern, abgesichert zu sein, um die Zukunft zu planen. Und? Die Menschen wollen Arbeit, aber sicher und fair. 89% fordern einen sicheren Arbeitsplatz und dass es nicht zu Entlassungen in der Krise kommt. Dass die Menschen im Alter sorgenfrei leben wollen. 81% die klare Forderung, die Rente mit 67 zurückzunehmen. Die Ergebnisse sind eindeutig. Es muss sich etwas ändern. Gemeinsam für ein gutes Leben, gemeinsam mit der IG Metall. Darum werde jetzt Mitglied in der IG Metall.